Na, dann wollen wir doch mal schauen, ob die Lachse springen. Nein, gar nichts. Und? Schon Lachs in Sicht? Nein, kein Lachs in Sicht. Und Dorsch? Dorsch, sind das die mit den schönen Augen und dem Fuhrmann-Schubertchen? Gib mal her den Fernseher. Den haben wir da, wie der guckt, Alter. Mit seinem albernen Speckdeckel auf der Arme. Sollen das sein? Büchsenöffner? Oder so ein Ding zum Apfelsinenschälen? Also dem sag ich mal ordentlich Hallo. Aber nimm dich in Acht vor dem Herrn der Ringe. Hallo, Sie da, mit der exotischen Kopfbedeckung. Kommen Sie doch mal ran, Sie sehen ja super putzig aus. Was haben Sie gesagt? Sie sehen super putzig aus. Sprach die Robbe mit dem Kinderkäppi. Der sieht doch echt putzig aus, oder? Hallo, Sie sind total süß. Doch, jedes Mal das Gleiche. Das liegt an meinen Knopfaugen. Hätte ich nur nicht hingekickt. Was soll's, da muss ich jetzt durch. Das ist ja irre. Wie machen Sie das nur? Von Namen sind Sie ja noch drolliger. Jetzt reicht's aber mal. Meine Frau sagt, ich sehe aus wie Clint Eastwood nach Mittagsschlaf. Ich bin nicht putzig und nicht drollig. Ich bin markant. Markant? Ah, Sie sind Amerikaner. Hui, na, welcome to the Germany, Mark. Geht das jetzt so weiter? Sorry, was? Na, dass du und der bescheuerte Bär hier willst du auf meine Kosten reißen. Come here, my American friend with a strange head. Put your hand on my heart. Okay. Have you seen something like this before? Boah, sind das viele Fensterbilder. No, I mean the crooked roof, the swimming pool, the slide, the flower cup and the blonde's incredible curls. Ich glaube, die reden schon wieder auf Englisch über meine Haare. Mark, jetzt weiß ich, Sie haben ein Bügeleisen unter der Mütze versteckt. Super witzig. Take a look what the sea has just washed ashore. The extremely funny American Mark Hunt. Wow, Mark, let's do a Polonaise to the tally. Hilfe, Immerhin zugetreten, aber Haxen am Kratschen vorher, bitte schön. Kannst du mal bitte nicht ganz so doll zudrücken? I don't touch you at all. Boah, ist das schön hier. Wo denn? Mein lieber Scholli, diese Farben. Was denn für Farben? Du bist Ossi, oder? Ja, also, mach doch nichts. So, jetzt bitte mal alle runter auf die Furzkissen, weil so fein Mr. Hunt needs an extra invitation, hä? Mark, ich sitze doch. Mark, du bist stubborn. And now, Mr. Hunt, we have to wait until the tube is warm. Oh, Leute, ihr zieht den Gag echt durch, oder? Mark, in your language, this means evening greeting. Zum letzten Mal, das ist nicht mein Humor. Sandman, dear Sandman, it is not over yet. We will first see the evening regards before every child must go to bed.